Hallo YouTube und willkommen zurück auf der Melo zu einer neuen Folge. Wir waren bei den Rüben stehen geblieben und wie ihr seht, ich war ein bisschen fleißig. Ich habe schon mal ein bisschen weitergemacht. Das ist jetzt noch der letzte Streifen, aber die Anhänger sind voll. Die bringen wir jetzt erstmal weg. Und dann machen wir den letzten Streifen, damit wir die Maschine wieder zurückgeben können. Und dann haben wir auch den ganzen Arsch voll Rüben zusammen. Da werden wir definitiv welche von verkaufen fahren, weil da sind jetzt glaube ich knapp 70.000, 80.000 Liter Rüben drin. Und so viel Rüben brauchen wir für unser Schweinchen ja nicht. Also da werden wir definitiv wohl nochmal so ein, zwei Verkaufsfahrten machen. Können wir mal ein Auge, also sind schon über 80.000. Und ich würde sagen, unser Silo ist auch voll. Dann lassen wir die da gleich drauf. Da kriegen wir den Roder ja auch noch drauf. Und den lassen wir auch gleich hier stehen. Also den müssen wir auch noch zurückfahren. Der ist auch fertig. Das ist schon wieder gewachsen. So. Also den letzten Rest, den kriegen wir da immer drauf. Dann können wir dann nämlich den Schwanken ein bisschen was geben. Obwohl ich glaube, wir haben noch. Kriegt das da rein? Kriegt das da rein? Ne, das wird nichts. Gut, ne, da. Aber ich sag mal, das ist okay, denn die letzten paar Krümel da. Da können wir mit leben. Jetzt eben zum Hof. Machen den leer und dann können wir den nämlich am Händler zurückgeben. Dann haben wir wieder alles schick. Ob ich jetzt auch nicht zu blöd geparkt habe. Ne, das müsste passen. So gucken. Mit dem Anhänger. Passt. Können wir schon mal zurückgeben.
Wunderbar. Den auch zurück. Subi. Obwohl, wir lassen da noch eben die Pflegebereitung drauf, weil dann kann ich nämlich schnell eventuell noch mal eben dünnen. Wenn wir denn dünnen müssen, das muss ich jetzt gleich noch mal eben gucken, bevor ich hier was sage. Wir müssen gar nicht dünnen, aber wir müssen, denke ich, nur mal kalken. Ja, hier, die sind noch, die 5 Schweine, die brauchen ja nicht viel. So, müssen wir düngen. Ja, müssen wir. Düngen, pflügen, kalken. Jetzt muss ich mal eben überlegen, war hier noch Dünger drin? Gar nicht, aber wir hatten, glaube ich, was hatte ich das hier? Nee, das ist so stark, oder? Nee. So. Eine Lampe hinbringen. So, werden wir jetzt schnell unsere beiden Felder düngen, damit wir da beide Stufen drauf haben. Bisschen was runterkommt, ne? So, habe ich jetzt gesagt, 167. Müsste passen. Und trifft ein bisschen ab. Eben. So, könnte das besser passen. Dann haben wir das nämlich zumindest auch auf unseren Düngerstufen. Dann müssen wir gleich nochmal einen schmalen Streifen zurückfahren. Thank you.
bisschen weiter hier, damit die Nachbarn auf dem Fenster so ein Fenster kleben haben. Muss ja nicht sein. Sehr gespult zurück. Oh. So, dann müssen wir jetzt hier auch noch mal. Wir hier nämlich auch beide Stufen drauf. Dann kann das dann wohl weiter wachsen. Das geben sollte man auch. Und wie ist es bei euch? Schon Vorfreude auf Weihnachten in dieser Zeit oder noch gar nicht durch diese blöde Corona-Geschichte? Also ich freue mich trotzdem. Wie gesagt, auch wenn es eine blöde Zeit ist, aber wir können es ja leider nicht ändern. Dann machen wir hier auch gleich, dann haben wir das nämlich schon gedüngt. Das passt. Ja, das weiß nicht. Das ist schon echt blöd, wenn man nicht wirklich so zu seiner Familie kann. So wie meine Familie wohnt jetzt 200 Kilometer weg. Und wir dürften da ohne Test und allem drum und dran, dürften wir da gar nicht hin. Aber wir feiern dann schön zu Hause. Und vielleicht wird es im nächsten Jahr ja besser auch, wenn sie erstmal sagen, bis März, eventuell. Aber wir überstehen die Zeit schon irgendwie. So, dann haben wir es gleich. Kann die Weihnachtszeit auch bald kommen.
Treppen hier runter, eine hoch noch. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende bald. Wie gesagt, wenn ihr Lust habt, Zeit habt, könnt ihr auch gerne nochmal auf Twitch vorbeischauen. Da bin ich dann auch öfters nochmal online. Den Streifen brauchen wir jetzt kein GPS mehr, das kriegen wir nicht so hin. Dann können wir den Träger nämlich auch wieder zurückrüsten, dass er wieder seine normale Bereifung bekommt. So. Fahren wir wieder zum Hof. Und noch umschmeißen. Streustelle ich, mache ich da an der Seite leer. Machen wir hier drinnen leer. Stehen sie auch geschützt, würde ich sagen. Damit wir den auch noch eben waschen können, sonst wird der Dünger ja nass und dann. Das wollen wir ja nicht. Ich bin noch gegen die Fork gefahren. Machen wir den Trigger ein bisschen sauber. Und den ganz dringend. Auch wenn wir sowieso noch Teig streuen müssen. So. Dann kommt er da vorne rein. Sehr gut, kommt in die Werkstatt. Damit wir ihn fürs nächste Mal schon hier drinnen stehen haben. Und damit sind wir dann soweit auch am Ende. Ich bedanke mich nochmal fürs Zusehen. Und wie gesagt, würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Würde mich über ein Abo freuen. Und würde mich auch freuen, wenn ich von euch einen Kommentar kriegen würde. Und sage bis dahin. Bye bye.